Hallo und willkommen bei Darky Erklärt's. Heute schauen wir uns mal die neue Survival Pass Waffe an. Es ist der Feuerwächter Plus und wir haben hier auch neue Threads, eine neue Spezialfunktion und dieser Feuerwächter hat auch einen Aufladeangriff. Das ist alles neu zur alten Waffe. Also wir haben hier zum Beispiel den Thread Hochleistung. Die Reichweite wird um 2 Felder erhöht. Wir haben den Binden-Thread, können also damit Ziele verwurzeln. Und wir haben den Verstümmelnd-Thread, also wenn der Baser einen Körpertreffer abbekommt, wird dieser verstümmelt bei entsprechend vielem Glück auf Überlebenden und vielleicht der Weste. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Spezialfunktionen an. Der erste Satz ist relativ ähnlich zum alten Feuerwächter. Also wir können bis zu 9 Feinde treffen und diese haben eine 60-prozentige Chance, dass das Ziel entzündet wird. In den 60%, die sind fix, also diese werden nicht erhöht mit Glück. Und interessant werden dann die nächsten Sätze. Das Hauptziel ist niemals ein Körpertreffer. Damit wird auch immer beim Hauptziel die Chance bestehen, dass Binden aktiv wird. Da haben wir natürlich für die Fernkampfklasse nur 40%, aber mit überlebendem Glück und Westenglück kommt man da nahezu an 60% ran, Verwurzelungswahrscheinlichkeit. Außerdem ist jetzt in diesem neuen Feuerwächter eine Push-Mechanik enthalten, das heißt, alle Ziele, die einen Nicht-Körpertreffer erhalten, werden ein Feld zurückgeschoben. Das ist dann so ähnlich wie bei der Fracker-Shotgun im Aufladeangriff. Und das Interessante ist halt, dass hier immer mindestens ein Ziel würde nach hinten geschoben werden, nämlich das Hauptziel, denn das erhält immer einen Nicht-Körpertreffer. So, das ist erstmal alles zur Theorie. Wir schauen uns das auch gleich nochmal in der Praxis an. So, jetzt haben wir den Feuerwächter hier im Einsatz und werden als erstes mal den normalen Angriff probieren. Also der normale Angriff ist immer ein Nicht-Körpertreffer und verschiebt somit immer den Beißer nach hinten. Wie wir sehen, ist auch jetzt hier im Wachposten direkt der Beißer verschoben worden. Das ist auch eine Neuerung zum alten Raketenwerfer, der eben nicht im Wachpostenmodus aktiv wurde. Vielleicht wollen wir uns auch nochmal den Aufladeangriff anschauen. Der ist nämlich ziemlich mächtig an der Stelle. Und wie wir sehen, verschiebt er nahezu alle Beißer jetzt hier in dem Fall. Und hat damit auch noch extra die Chance, die Ziele zu verwurzeln. Nämlich genau dann, wenn diese nicht verschoben werden. Wenn diese verschoben werden können, beziehungsweise wenn es nicht betäubbare Ziele sind. Und damit hat man hier an der Stelle einen wirklich sehr eindrucksvollen Aufladeangriff, der für meine Begriffe jetzt erstmal sämtliche Jägerwaffen in den Schatten stellt. Gerade auch als PvP-Waffe stelle ich mir die ziemlich mächtig vor, weil wie gesagt, das Hauptziel wird immer verschoben. Und wenn man sich das im Sanctuary mal vorstellt, dort gegen Feinde zu kämpfen, dann ist dort eigentlich fast immer eine Wand dahinter und man hat somit nahezu in jedem Zug die Möglichkeit, das Ziel zu betäuben bzw. auch zu verwurzeln. Ja, so viel zum Thema neuer Feuerwächter. Das wär's und macht's gut, lasst ein Like da und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Ciao!